Servus, Schuberg hier. Wir haben das Projekt Bravo begonnen. Ich bin jetzt hier im fünften Spiel. Zwei Videos habt ihr schon gesehen. Das waren Gefecht Nummer 1, Nummer 2 mit den Tibbits. Gefecht Nummer 3 und Nummer 4 haben wir verloren. Durch eigene Dummheit und auch die vom eigenen Team. Jetzt sind wir hier im fünften Gefecht. Die Schlacht beginnt. Eigentlich sehr gut aufgestellt. War, ist eigentlich sehr vielversprechend gewesen, die Aufstellung vom Matchmaker. Das Gegnerteam hat allerdings eine 2er- und eine 3er-Division. Ich habe mir da eigentlich nur Böses ausgemalt. Wie ich es eigentlich immer tue. Da die variable Team doch sehr beherrschend ist in diesem Spiel. Zumindest in den Skirmishes, in den Zufallsgefechten. Ja, diesen Hypinger hatte ich gleich mal gemeldet. Hier hatte ich schon mal falsch gelesen. Da drüber heißt die Nagato Geisha. Ich kenne jemanden, der heißt Kneja. Weiß es auch nicht mehr genau aus welchem Spiel. Aber das soll eine andere Geschichte sein. Die hätten auch gut getroffen, also von der Geschwindigkeit her habe ich gut vorgehalten. Allerdings kamen sie leicht schräg und nicht exakt gerade. Es kam ein kleines bisschen auf mich zu, deswegen ging eigentlich die Hälfte, eigentlich 60% der Treffer drüber für die Aoba. Die Mayoko habe ich eigentlich recht kurz vorgehalten. Die ist wirklich volle Fahrt. Ich hatte 8 Klicks vorgehalten. Bei voller Fahrt Miyoko auf dieser Entfernung 15 Kilometer solltest du schon 11 bis 12 Klicks vorhalten. Mache ich jetzt in diesem Fall hier. Jetzt fängt es aber an abzudrehen. Also für mich war die jetzt außen vor. Hier kommen Torpedos. Da war ich war ich glaube ein bisschen frech durch die Kollision mit der York. Wäre die nicht gewesen, hätte ich ausweichen können. So musste ich leider Rino in diesem Sinne, sage ich dir mal, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht, dass du jetzt hier 2 Torpedos wegen mir hast fressen müssen. Natürlich war ich so hart neben der Cup jetzt, dass ich die York zu viel vorgehalten habe. Sie fährt rückwärts, ich habe sie vorwärts fahren sehen.
bin jetzt erstmal auf die Mallorca gegangen, dass die gute Dame weg ist. Und ich wurde schon wieder angerempelt, diesmal von einem Zerstörer. Es war wirklich nicht lustig. Also ich hatte so derart viele Kollisionen mit eigenen Teammembern, dass es richtig nervig war. Und der Zerstörer, der wollte auch einfach nicht von mir weichen. Der hat an mir geklebt wie eine Klette. Der Träger hat sich erstmal nicht um mich gekümmert. Doch, hat er. So, hier ist Kill Nummer 1. Mit dem Reparieren vom Feuer habe ich noch ein bisschen gewartet. Und als Rache für das Feuer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Torpedo vom eigenen Team war oder nicht. Ich habe mich jetzt erstmal reparieren müssen. Ich hatte Wassereinbruch und 3 Feuer. Habe ich mit meinem Team erstmal den Träger rausgenommen. Es wurde, wie gesagt, wie ihr auch sehen könnt, sehr, sehr hektisch. Ich riskiere mit meinen Vorhaltetechnik, riskiere ich eigentlich schon sehr, dass ich eher das Wasser treffe, weil ich versuche Zitadelle meist unter Wasser zu treffen. Also höhere Wasserkante. Auf den Träger bin ich jetzt hier nicht mehr gegangen, weil der schon weg war. Mein Anliegen ging dann auf die Mallorca. Wobei das auch schon sehr kurz vorgehalten war wieder und die sind, glaube ich, daneben gegangen. Sollte so sein, wenn nicht, dann heiße ich Egon. Die Tippets hier seht ihr jetzt nicht, weil ich die Anvisierpunkte, also die Zoom-Funktion, aktiv habe. Hier kommen jetzt wieder Torpedos. Den bin ich ausgewichen, sehr schön ausgewichen. Und jetzt war die Colorado dran. Fertig wirklich schnell. Die 2 Schüsse kamen sehr gut, sehr zielgenau. Mit den hinteren Türmen habe ich die Aober rausgenommen. Bin ich der Meinung. Genau das ist das mit den Replays. Weil man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was man gemacht hat und versucht, den Leuten zu erklären, dass es genau so gewesen ist. Mir fiel auf jeden Fall der Durchbruch in der Mitte vom Gegnerteam auf. Ich orientierte mich dann also wieder Richtung unserem eigenen Cap. Waren es knappe 10.000 Schaden mit 4 Treffer. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Genau so war's.
eine wunderschöne Mallorca. Leider hat sie abgedreht. Die North Carolina, umgangssprachlich Norca, von vielen Leuten gesagt. Ich sag selber, wenn ich es abkürze, NC. Flüchtet. Hat mich ja schon drauf gefreut, in Fight zu gehen mit drin. Ja, bis jetzt ist nicht viel passiert. Jetzt zur Zeit habe ich auch so einen kleinen Blackout. Ich weiß jetzt gar nicht wirklich mehr, wie dieses Gefecht weiter verlaufen ist. Lassen wir uns einfach mal alle überraschen. Sehr schade, dass ich den Mayoko hier nicht erledigen konnte. Und plötzlich war eine Benson da. Schnell repariert. Um die Benson wollte ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Wenn dann mit Torpedos, aber sie kam ja nicht mehr. Motor getroffen. Sicherheitshalber habe ich hier einen kleinen Sprit reingesetzt, falls es dann wirklich rauskommt. Reparieren konnte ich mich nicht mehr. Bevor sich jetzt einige denken, ja, ich werde hier im Kreis rum. Nee, ich habe wirklich sehr überlegt gespielt, was mache ich denn jetzt noch? Weil ich habe hier eigentlich nur noch 14.000 Hitpoints. Einmal falsch agiert und ich bin weg. Thank you.
Stelle von Zita gab es einen Ausfall von der Kanone. Bei der Norka musst du ungefähr 6,5 vorhalten. Auf Entfernung von knapp 14 Kilometer. Wieder mal eine Zitadelle auf die York. Und hier war die York natürlich weg. Oh, ich bin nur ein Eimer, hey. Selbstkritik ist wirklich der beste Weg zur Besserung. Aber auf jeden Fall hatte ich die York mitgenommen. Das war sogar die Colorado. Ja, so ist es mit den Replays. Schade, dass man sich nicht an alles, wirklich alles erinnern kann. Ja, und hier habe ich mich leider angestellt wie ein ganz kleines Mädchen. Und genauso war es. Die York habe ich nicht mitgenommen, weil wirklich fast jeder meiner Treffer daneben gegangen ist. Schade, es wäre zwar der 6. Kill gewesen, aber wir sind ein Team. Auch andere dürfen treffen. Bevor wir zum Ergebnis kommen, die ersten beiden Videos, was ich gemacht habe, war
waren 2 von 4 an diesem Tag. Das ist das Ergebnis nach den beiden Gefechten. Und das Resümee des jetzigen Replays ist jenes hier. 64 Treffer, 7 Flugzeuge, 2 Ausfälle, 5 zerstört. Es wären 6 gewesen. 2 Treffer auf Zitadelle. Wir haben Dreadnought, Krake, Unterstützer. Eine Basiserfahrung von 2096. Schaden haben wir gerissen 111.000. Und ein Reinverdienst von 439.000 nach Abzug allem. Hat's gefallen? Liked mich. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Schubeck.